Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen wunderbaren neuen Let's Wimmel. Und zwar der Fluch der Vampire, Cassie Lovers blutiges Geheimnis. Und ich habe schon mal Profil erstellt, also von daher, man muss ja mal ein bisschen mit testen. Und von daher kann es eigentlich direkt auch schon bei uns losgehen. Bonusinhalt haben wir wahrscheinlich auch noch. Gucken wir mal, spielen wir mal. Bitte wähle ein Kapitel. Ich darf nur eins auswählen. So, normal. Inklusive Tutorial, die Button-Hinweise und Überspringen laden schnell auf. Aktive Zonen schimmern. Versteckte Objekte-Szenen werden mit glitzernden Kristallen angezeigt. Keine Strafe für Fehlklicks. Versteckte Objekte-Szenen. Orte mit einer verfügbaren Aktion sind auf der Karte markiert. Das ist ein schwer. Inklusive Tutorial. Die Button-Hinweise und Überspringen laden langsam auf. Aktive Zonen werden nicht ausgewiesen. Versteckte Objekte-Szenen werden mit glitzernden Kristallen angezeigt. Strafe für Fehlklicken. Ach, wir nehmen sozusagen jetzt eigentlich Mittel, wenn man es so möchte. Wenn man leicht, Mittel und halt Experte in dem Fall. Sozusagen, ich nehme mal das Mittlere. Basierend auf Warngeeignisse, die zum ersten nachweisbaren Auftreten des Vampirismus. Keine Ahnung. It's been 50 years since the plague ravaged Europe. The scars are still visible. Both on our people and our empire. Our cities lost two-thirds of their people, but they are now slowly coming back to life. The Black Death is gone, but the fear is still here. Yesterday, I received a worrying report from the far edges of our great empire. From a small village on the banks of the Danube River, Kiselova, 9 deaths have occurred in the span of a single week. Each death was sudden, preceded by a short and, well, strange sickness. I am fearful that the plague might be back. Royal investigators, I appoint you with the tremendous duty of protecting the people of the Habsburg Empire. Go to the town of Kiselova and research these deaths. Your orders are in front of you. We shall not disappoint you, Your Excellency. Well, my friend, it seems that our futures are now tied to that of this town, Kiselova. Let us make haste. We haven't much time. Hat er jetzt mich gemeint? Brauchst du interaktive Hilfe? Sag ich mal nö. Soll das Tutorial wirklich übersprungen werden? Nee, ach, dann machen wir es einfach mal. So, klicke auf deinen Partner, Offizier Frombald, um ein Gespräch mit ihm zu beginnen. Ah, good. You're awake. I trust you slept well. Why don't you take this time to review our assignment by reading the orders given to us by the Duke of Württemberg? Oh gut, du bist wach. Gut geschlafen? Nutze doch die Zeit, um die Anweisungen des Herzogs von Württemberg durchzulesen und unseren Auftrag zu überdenken. Klicke auf den Brief, um ihn aufzuheben. Klicke auf den Umschlag, um ihn zu öffnen und den Brief zu lesen. An die Reichsermittler. Erneut bereitet mir Serbien Grund zur Sorge. In der Stadt Kiselova, am äußersten Rande des Reichs, kam es zu nicht weniger als 9 plötzlichen und entsetzlichen Todesfällen. Ihr habt den Auftrag, die Ursache dieser Todesfälle zu ergründen. Löst den Fall und sendet einen umfassenden Bericht an das Reichskammergericht. Im Namen seiner Reichsmajestät Karl VJ Alexander, Herzog von Württemberg, August 1725. Wahrscheinlich Karl der V. J. Keine Ahnung. You will need this key. Ich werde diesen Schlüssel gebrauchen. Was? Woher will er das wissen? Dein Tagebuch enthält nützliche Informationen. Aha. Sehr schön. Ziele. Finde die Bescheinigung aus Wien in der Truhe. Gelange nach Kiselova. Der Schlüssel befindet sich im Inventar am unteren Bildschirmrand. Klicke ihn an und stecke ihn in das Schloss. Die glitzernde Fläche weist auf ein verstecktes Objekt hin. Klicke auf diese Fläche, um eine versteckte Objektszene zu aktivieren.
Unten sind die Objekte aufgelistet, die du suchen musst. Objekte in orangefarbener Schrift sind versteckt oder müssen aktiviert werden. Hebe das leuchtende Objekt auf. Das war die Pfeife. Nutze die Tippschaltfläche, wenn du einmal nicht weiter weißt. Es dauert eine Weile, bis sie wieder aufgeladen ist. Die ist gerade unter der Kamera, aber das macht nichts. Da wir uns hier im Tutorial befinden und das machen müssen. So, was haben wir denn hier alles? So, weg damit. Wir brauchen eine Bescheinigung. Das wird wahrscheinlich das da sein. Das Siegel muss noch gestempelt werden. Okay. Was haben wir da? Ich kann das Schild nicht mit den Händen entfernen. Es ist festgenagelt. Warum tut sowas? Tut jemand sowas? Was ist das da? Ich brauche nur ein kurzes Stück Schnur. Was ist das? Das funktioniert nicht. Dann machen wir das Schild damit ab. Sehr schön. Da haben wir das Messer. Gucken wir mal, was haben wir da? Eine Brennerlinse. Teetasse brauchen wir noch. Was noch? Eine Bescheinigung. Dafür, dass wir nicht arbeiten gehen müssen. Was haben wir denn hier? Eine Maus. Schnur. Angeknabberter Apfel. Warum auch immer wir einen angeknabberten Apfel brauchen. Was haben wir hier? Was ist das denn? Ich brauche nur ein kurzes Stück Schnur. Ja, da mal eine Schere. Dann schneidet ihr das zurecht. Eine Pistole brauchen wir auch noch. Da ist die Pistole. Wir haben noch einen Knopf, Kerze, die Bescheinigung und den versiegelten Brief. Wahrscheinlich klatscht mir die Bescheinigung mitten ins Gesicht. Ich sehe sie nur nicht, wie immer. Ich kann mich nicht konzentrieren. Ich muss mich beruhigen. Oh, sieht aber schick aus, die Klickstrafe. Hier ist ein Schuh. Haben wir denn irgendwo einen Knopf? An der Jacke eventuell. Nee, leider nicht. Ist das dein Knopf? Nehmen wir den Knopf. Was ist das? Achso, das Siegel. So. Dann haben wir den versiegelten Brief. Eine Kerze. Hier ist der Kerzenhalter. Das hier wird wahrscheinlich die Dingsbums sein. Dann brauchen wir jetzt noch die Kerze. Kerze, 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 Kerze. Das ist ein Kerzenhalter. Kerze. Du bist keine Kerze, wa? Du bist ein Horn. Das ist auch irgendwas anderes. Kerze, das kann nicht so schwer sein. Ah, ja, natürlich. Eine Bescheinigung. We have arrived. Was, wir sind schon da. Erkunde weiter die Gegend, bis du zu einem neuen Ort kommst. Was? Nein. Neues Ziel. Finde einen Weg über den Fluss nach Kasilova. Nach Kisilova. Okay. Good day. We would like you to take us over the river to the town of Kisilova. We are investigators from Vienna. Guten Tag. Bitte bringe uns über den Fluss nach Kisilova. Wir sind Ermittler aus Wien. Wir duzen den natürlich. Das ist absolut klar. Investigators or not, I value my life too much to go there. I suggest that you stay away. Ermittler oder nicht, dort fahre ich nicht hin. Dazu ist mir mein Leben zu wertvoll. Ich rate euch, haltet euch fern. Seems very on edge, running off to his house like that. Er schien nervös zu sein, so wie er gerade in sein Haus gerannt ist. Ja, angesichts dem, was eigentlich da alles abgeht in Kisilova angeblich, ist das auch nicht verüblich. So, was haben wir denn hier alles? Ein Säckchen. Ein Geldbeutel. Ein Bootshaken und Bescheinigung. Aus irgendeinem Grund funktioniert der Mechanismus nicht. Hoppala. Was brauchen wir da? Ich erkenn's nicht. Ist der Hund tot?
Ah ne, er bewegt sich noch, okay. Haus. Gibt es eigentlich wieder Kamelenobjekte eigentlich? Fähre. Tipp in unserem Bild schon mal an, dann erscheint der Fall, im letzten Ort zurückzukehren. Aha, ich gehe trotzdem mal zur Fähre. So, hier haben wir eine Säge. Eine Säge, ein Fernrohr. Da unten liegt was. Oh, wir haben den Bootshaken weggeschmissen. Was für ein Wunder. Ein verrostetes Zahnrad. Das muss ich gelöst haben und hergerollt sein. Es ist verrostet, das wird nicht passen. Das funktioniert nicht. Gut, dann halt nicht. Dann sägen wir halt das ganze Ding auf. Geht auch nicht. Dann gehen wir halt ins Haus. Warum hält er eigentlich die ganze Zeit so komisch sein Seil? Klauen wir den erstmal. Die Reihe. In dem Artikel steht etwas über das erste Opfer, Alexander Ivanov. Wer er war? Wer war er? Reihe unerklärlicher Morde in Kisilova. Die Leiche des ersten Opfers, Alexander Ivanov, 23, wurde im Wald am Stadtrand aufgefunden. Einige Untersuchungen ergab, dass der junge Mann mehrere Bisswunden erlitten hatte, die zu starkem Blutverlust und schließlich zum Tode führten. Schon bald begannen in der Stadt Gerüchte oder sogar über sogenannte Vampire, blutsaugende Ungeheuer zu zirkulieren. Seitdem wurde in Kisilova mehrere Leute aufgefunden, die alle an durch Bisswunden verursachten Blutverlust starben. Von der Todesursache abgesehen scheint zwischen den Opfern keinerlei Verbindung zu bestehen. Stadtbeamte gaben am Sonntag eine Erklärung heraus, die besagte, dass man von einem Einzeltäter ausgehe. Did you know the young man mentioned in this article, Alexander Ivanov? Kanntest du Alexander Ivanov, dem jungen Mann, von dem der Artikel die Rede? Just thinking about those things sends shivers down my spine. Now you've upset me. It's enough that my business is ruined by these events. Ah, wenn ich nur an diese Dinge denke, bekomme ich schon Gänsehaut. Jetzt habt ihr mich ganz aus der Fassung gebracht. Schlimm genug, dass diese Ereignisse mein Geschäft ruiniert haben. Das ist richtig. So, können wir hier eigentlich irgendwas mitnehmen? Öl. Kann ich das jetzt miteinander kombinieren? Nein. So, hier ist nichts weiter. Ja, mit dem können wir noch garantiert noch interagieren, aber wir klauen erstmal alles, was nicht lied- und nagelfest ist. Und selbst was angenagelt ist, da ziehen wir die Nägel raus. Blablabla, hat da nicht mehr viele Kunden. Er ist bestimmt käuflich. Oh, that's very thoughtful of you. Alright, look. If you want to take the ferry, then help yourself. You need a crank to start the ferry mechanism. You'll find it there at the fireplace. Das ist wirklich sehr aufmerksam von euch. Nun gut, also, wenn ihr die Fähre nehmen wollt, dann tut es. Ihr braucht eine Kurbel, um den Fernmechanismus zu bedienen. Sie befindet sich am Kamin. Und verzieh dich. Ja, da steht er. Okay, Glitzer. Ach du Scheiße. Motte. Was haben wir da alles? Teekanne? Nudelholz, Kompass, Hufeisen. Schaufel, Kurbel, Kamm. Köder, Karte, Ente. Da war der Kamm. Und wir brauchen einen Schlüssel für ein offenes Schloss. Wenn ich jetzt das Schloss finde, ich habe den Schlüssel gefunden. Jetzt brauche ich noch das Schloss. Wahrscheinlich springt es mir ins Auge und ich sehe es noch nicht. Schloss. Na egal. Erstmal weg damit. Gucken wir nochmal. Nudelholz. Was haben wir hier? Nischt. Was brauchen wir sonst noch? Ein Kompass, ein Hufeisen. Ne, eine Quaste brauchen wir nicht. Aber ein Angelköder. Den Köcher? Nee. Kompass, Hufeisen. Was haben wir da? Das sah aus wie eine Kurbel, aber es ist keine Kurbel.
Ja, der Schlüssel. Dazu brauche ich jetzt noch den Schloss. Das ist eine Kaffeedose. Kerzen hat er. Da ist der Kompass. Da ist die Kurbel. Da ist das Schloss. Eine Kaffeebohne. Oder Kaffeebohnen. So, die haben wir auch. Dann das Nudelholz. Damit haben wir dem Fährmann garantiert eins drüber. Das Hufeisen. Eine Schaufel. Ist das die Schaufel? Ja. Karte und Ente. Das ist eine Karte. Nein, du bist keine Ente. Ein Hufeisen und eine Ente. Ich sehe aber eine Kaffeemühle. Zucker. Hoppala. So. Ah, da war die Ente. Jetzt brauchen wir noch das Hufeisen. Hufeisen kann auch nicht so schwer zu finden sein. Wollte ich das Bügeleisen, ne? Falsch übersetzt oder sowas. Eine Eidechse sehe ich hier. Hufeisen, 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 wo ist das Hufeisen? Hufeisen, wo bist du? Komm raus, ich finde dich. Scheinbar nicht. Hufeisen, Hufeisen. Ah, ist ja gut. Na komm, nehmen wir mal einen Tipp. Ah, ja. Die Kurbel. So, der Fährmann hat nichts mehr zu sagen. So, dann schmieren wir da halt noch ein bisschen Öl rein. Oder da rein. Dann halt nicht. Der Micha, das muss klemmen. Ein Fernrohr, eine Metallsäge. Warum klemmt der Mechanismus? Kann man den irgendwie einölen? Das funktioniert nicht. Okay. So, hier können wir jetzt nur noch zurück zur Fährstation. Hier haben wir auch nichts mehr. Der Hund liegt auch nur noch da. Haus des Fährmanns. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.